Das hat der Typ die letzten 2 Jahre ernsthaft 8 Prosi-Motoren verbraucht und sagt immer noch, der Prosi-Motor ist der geilste Motor, den er jemals gefahren ist. Ich meine, wie passt denn das zusammen? Ja? Ich meine, wie passt das zusammen? Und das fragen mich immer wieder Leute, warum fährst du immer noch Prosi, wo die doch angeblich so oft kaputt werden? Tja, das kann man eigentlich ganz leicht beantworten. Kurzer Disclaimer zu Beginn, dieses Video ist in keinster Weise gesponsert. Keiner der hier genannten Motorenhersteller weiß oder will vielleicht sogar, dass ich hier irgendetwas sage. Alles, was ich hier sage, beruht auf eigenen Erfahrungen, die ich mit den Motoren in den letzten Monaten und Jahren sammeln konnte. Richtig. Welchen Motor fährst du und warum fährst du den Motor? Schreib das unten rein in die Kommentare, würde mich interessieren, warum du den Motor gewählt hast und welche Nachteile du bei deinem Motor in Kauf nimmst. Es gibt Hämmer und es gibt Hämmer. Der eine oder andere mag sagen, Motor ist Motor. Tja, das mag vielleicht stimmen auf den ersten Blick, aber selbst bei Hämmern gibt es massive Unterschiede. Bei dem einen Hammer gibt es sogar schon einen Unterschied zwischen links und rechts. Das Prosi-Aggregat in seiner Magnesium-Ausführung ist ungefähr gleich schwer wie das Aggregat von Bosch. Allerdings deutlich älter. Es hat eine andere Antriebsart. Es ist einer der einzigsten, das ist der einzige Motor mit Riemenantrieb am Markt. Motoren entfalten Kräfte. Das ist die Aufgabe des Motors. Nicht? Weil wenn ich keine Kräfte haben wollen würde, brauche ich keinen Motor am Radl. Das ist aber grundsätzlich logisch. Die Kräfte sollten aber so entfaltet werden, dass der Fahrer, die Fahrerin, die oben drauf sitzt auf dem Rad, jetzt nicht zwingenderweise gleich wieder runtergeschmissen wird oder sonstige Naht- und Erfahrungsängste ausstehen muss. Nein, es wäre gut, wenn der Motor sich so verhält, dass das lebende Wesen, das da oben sitzt, damit umgehen kann. Trotz seiner 90 Newtonmeter fühlt er sich, wie soll ich sagen, er fühlt sich an wie Radlfahren. Ich liebe den EMTB-Modus beim Bosch. Ich finde das sehr genial. Ich finde aber die Kraftentfaltung ein bisschen mechanisch-motorisch. Ich finde die Kraftentfaltung hier harmonischer, natürlicher. Mit dem Motor fühle ich mich wie der Superman auf Steroide und heute bin ich urgut drauf. Und merke eigentlich gar nicht, dass unten drunter der Motor draufgeschnallt ist. Beim Bosch in EMTB-Modus merke ich, dass der Motor da ist und der Motor urgut drauf ist und der Motor mich dorthin bringt, wo ich hin will. Während du beim Bosch sehr wohl treten musst, damit du deine Kraft kriegst, die dann aber auch kommt. Die Kraft musst du hier ein bisschen weniger reingeben und kriegst die Power trotzdem. Beim Shimano EP8 musst du noch mehr reintreten und kriegst am Ende am wenigsten von all 3 Kandidaten. Wenn wir wieder auf unseren Hammer zurückkommen, dann ist quasi der Prosi am Motor, wo man den Hammer, also wo der Hammer fällt schon alleine runter quasi. Der Hammer nagelt mir den Nagel schon zu einem großen Teil. Ne? Der Bosch ist ein Motor, wenn ich da zum Nageln anfange und richtig fest reinhaut, dann haut zwar die Nägel aber richtig fest rein. Ne? Ein definitiver Nachteil von Prosi-Motoren ist natürlich, dass man eine eingeschränkte Auswahl hat an Fabrikaten, die man mit dem Prosi-Aggregat bekommt. Man kann das eine mögen oder das andere mögen, aber man muss das eine und das andere nicht unbedingt mögen. Da war man bechert und man hat sein Lieblingsrad gefunden, ist dort der falsche Motor drin. Oder umgekehrt. Der Vorteil bei Nox ist, wenn ich das Rad haben will, aber kein Prosi haben will, kriege ich das Rad auch mit einem Sachs-Motor. Der hat dann noch mehr Newtonmeter, zirkt da wie Sau, hat ein anderes Fahrgefühl. Zum Thema Sachs gab es bereits Videos, die können wir unten verlinken. Ich sag's nur, es gibt Hersteller, die haben ein Rad und verbauen verschiedene Motoren darin. Das ist natürlich ein Vorteil. In der Regel aber baut ein Hersteller in ein Modell einen Motor ein und das war's. Und wenn der Motor dir nicht passt, hast du Pech, dann musst du halt ein anderes Rad suchen. Es gibt auch Unschi. So wie nicht jeder Hammer dem anderen Hammer gleicht, gleicht auch nicht ein E-Motor im E-Mountainbike dem anderen E-Motor. Verschiedene Hersteller haben verschiedene Philosophien. Gut, ist so, hätte man geklärt. Darum sage ich immer, bevor sich irgendwas kauft, Probefahrt machen. Gell? Probefahrt ist das Um und Auf. Ich muss wissen, ob das Fahrgefühl des Motors zu meinen Erwartungen passt. Definitiver Nachteil ist natürlich, dass potenziell es Probleme geben könnte mit dem Riemen und auch Prosi selbst sagt, der Riemen muss gewechselt werden. Spätestens bei 10.000 Kilometern muss der Riemen gewechselt werden, sagt Prosi. Oft wird er eh schon vorher gewechselt, weil er gar nicht so lange hält. Ist ein anderes Kapitel, vielleicht ein Nachteil, wenn man einen Händler hat, der es sehr rasch tauschen kann, vielleicht auch nicht. Oder man ist in der glücklichen Lage und bekommt einfach einen neuen Prosi-Motor mit Hubschrauber serviert. War doch keine Prosi-Lieferung, keine Angst, Motor hält.
Jeder und jede da draußen wird die Frage nach dem besten Motor für sich selbst unterschiedlich beantworten. Jeder wird andere Prioritäten haben. Den einen nervt das Klappern, den anderen nervt das Klappern überhaupt nicht. Der eine will mehr Kraft haben, der andere braucht aber nicht mehr Kraft. Dem einen gefällt das eine Motorfahrgefühl, dem oder der anderen eben nicht. Gibt es sowas wie einen idealen Motor? Oder andersrum, wie würde mein idealer Motor aussehen? Mein idealer Motor wäre freilich das Fahrverhalten des Brose. Die Kraft des Bosch und das modulare, im Nachhinein auch vom Kunden noch veränderbare Cockpit eines Shimano. Das wäre geil. Gibt's halt leider nicht. Tja, mit dieser bahnbrechenden Erkenntnis bleibt mir nichts anderes mehr als zu sagen, danke fürs Zuschauen, danke fürs wieder mit dabei sein. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin auch hoffentlich noch immer mit dem gleichen Brose. Bis dahin, passt auf euch auf, bleibt wie ihr seid. Tschüss, Papa und ciao.